Lass deine Finger von der Kirchenmusik. Dazu muss man fromm sein. Dazu braucht man doch einen anderen Gott als nur sich selbst. Ich verstehe nicht. Martinsons Worte über meine Johannespassion. Was er von meiner Johannespassion hält, weiß ich gar nicht. Ihre Johannespassion? Ja, ich habe die Noten dabei. Einen Moment. Thank you.
Bestimmt das Allerbeste. Es wäre schön. Aber ich, mich fromm, der ich den Messias lieb, meinen Messias! Da soll Matheson nur schwatzen. Alle sollen mal schwatzen. Sollen mein Lager umstehen, diese Gespenster. Herr Händel. Ein Schwätzer, Matheson. Sonst nichts? Sie hätten ihn singen hören sollen. Oder dirigieren sehen. Oder komponieren. Seine Kleopatra. Mit ihm selbst als Mark Antonio. Dieser Fettsack. Und ich musste auch noch Dirigent sein bei dieser Katastrophe. Was aber tut mein Matheson? Er stellt in seinem Meisterwerk plötzlich einen schrecklichen Fehler fest. Welchen denn? Eine halbe Stunde vor Schluss ist er tot. Tot? Er entleibt sich als Mark Anton. Ach so. Der Schlussbeifall würde also mir gehören, dem Dirigenten. Undenkbar für Matheson. Er war verzweifelt, wollte sich fast schon tatsächlich entleiben. Aber dann hat er den rettenden Einfall. Typisch! Matheson! Was denn? Kommen Sie mal her. Das kann man nicht erzählen, das muss man zeigen. Kommen Sie. Ich esse noch. Nun kommen Sie schon! Also. Ich bin Matheson. Sie sind ich. Ich bin Händel. Sie dirigieren das Orchester. Dirigieren Sie! Matheson steht also auf der Bühne als Antonius. Er singt seine Arie, er bringt sich um. Eine halbe Stunde vor Schluss. Matheson muss nun abgehen. Er ist ja tot. Aber er geht nicht ab. Er kommt zu mir ins Orchester. Zu mir? Zu mir! Sie sind doch Matheson. Richtig. Ich komme ins Orchester. Dort stehen Sie. Ich schiebe Sie beiseite. Drücke Sie ins Dunkel. Der Applaus soll Ihnen nicht gehören. Lassen Sie das. Er wollte mich verdrängen, um selber zu dirigieren. Bis wieso? Weil nur der Beifall ihm gehört. Ihm? Jawohl, nicht mir! Das war gemein. Was? Mein Lieber. Was? Aber da war ja immer noch ich. Ich? Richtig. Als Händel. Ich bedränge Sie. Sie stoßen mich zurück. Stoßen Sie! Ach, Händel! Sie sollen mich zurückstoßen. Sie sind... Matthias von Merck, dass ich ein Körperkräften überlegen bin. Ja, wohl wahr. Er flüchtet, ich hinterher. Wir ziehen die Degen, alle Beine. Ziehen Sie den Degen. Er zieht auf mich, er sticht zu. Stich aufgehalten.
Mir hat noch tagelang die Brust geschmerzt, wie jetzt. Sie haben Schmerzen? Etwas. Hier, in der Brust. Sie haben sich zu sehr aufgeregt. Vielleicht. Haben Sie für mich auch etwas parat? Was meinen Sie? Eine Schlafmusik. Nun ja. Spielen Sie etwas Beruhigendes. Dafür scheinen Sie ja Experte. Sie wollen etwas hören? Sie haben noch genügend Noten dabei. Natürlich. Natürlich.